Er ist nicht begeistert. Sydneys Karosseriebauer René vor der Zerreißprobe. Druck ist mit Sicherheit vorhanden, weil es einfach unrealistisch ist. Und Überraschungskandidatin Alexandra singt für Sydney. It was great at the very start. Hands on each other. Doch ihr Ständchen endet in Tränen. Was ist denn da los? Dortmund ist die Heimat der PS-Profis. Sie sind unterwegs und machen alte Karren wieder flott. Und das ist die tatkräftige Tuning-Crew, Chefmechaniker Pedro. Ersatzteilspezialist Tobi. Sydneys bessere Hälfte Leo. Die gute Seele des Hauses Karin. Praktikant Benny. Und natürlich Tuning-Spezialist Sydney, den eine SOS-Videobotschaft erreicht. Hallo, ich bin der Martin, ich bin 46 und komme aus Essen. Ich wohne hier zusammen mit meiner Frau und meiner Stieftochter. Alex fährt in Alpen, sie in Ibiza, mit einer fiesen Beule auf der einen Seite und so weiteren Macken. Die Karre muss auch zum TÜV. Und der Alex befindet sich zurzeit noch in der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und kann sich eine so umfangreiche Reparatur erstmal jetzt nicht leisten. Warum ich mir das für Alex wünsche? Dass ich Alex mit 4 Jahren kennengelernt habe und sie mich sofort als ihren Stiefvater akzeptiert hat und auch mir das Vertrauen geschenkt hat. Aus diesem Grunde hoffe ich, dass mein Hilferuf bei dir auf offene Ohren stößt, Sydney. Ja, finde ich mal gut, ne? Dass er sich da revanchieren möchte, weil ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass man einen Stiefvater sofort annimmt. Also wollen wir uns mal den Ibiza-Haufen angucken. Der PS-Profi macht sich auf den Weg nach Essen. Noch ahnt die angehende Einzelhandelskauffrau nicht, was Sydney gleich vorhat. Was die Alexandra nicht weiß, ist, dass ich mich mit dem Stiefvater, mit dem Martin hier verabredet habe, in so einem Proberaum, weil er spielt in der Band und hat unter falschem Vorwand sie hier hingelockt. Und ich selber weiß nicht, wo der Proberaum ist. Ich muss mich erstmal hier durchfinden. Irgendwie im Keller oder sowas. Dort will er ihr vorgaukeln, Gesangstalente für eine neue Musikshow zu suchen. Servus! Hallo! Alles klar? Ich hab das doch gerochen. Was hast du gerochen? Hi. Alles gut? Ja, bei dir. Alles gut? Ja. Alex? Ich hab das gerochen, ey. Was hast du gerochen? Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Ich saß hier die ganze Zeit und wurde halt hingehalten. Ich wusste, irgendwas ist im Busch. Aber mit sowas hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet, dass auf einmal Sydney vor der Tür steht. Aber warum bin ich überhaupt hier? Martin hat gesagt, du bist total talentiert. Was? Wir machen jetzt hier die neue Deutschland sucht den Superstar mäßig. Ihr veräppelt mich jetzt, oder? Nein! Deswegen auch hier in diesem Umfeld. Ich stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Auf gar keinen Fall. Da bin ich absolut nicht der Mensch für. Also wie sieht es aus? Würdest du uns das vorsingen? Oder? Du hast gesagt, es läuft, ne? Wenn sie möchte. Wenn sie muss. Also ich meine, das ist Bestandteil der Sendung. Boah, ich bin mega nervös gerade, ganz ehrlich. Ich wollte jetzt einfach mal davon ablenken, dass ich halt der bin, der ich bin und für Auto stehe. Und Alex geht Sydney tatsächlich auf den Leim. Sie glaubt wirklich, dass er ihr Gesangstalent casten will. It was great at the very start. Hands on each other. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. Why we keep coming back for more. Ja. Ist gut. Boah, voll nervös. Ist gut. Ich find's schon mal wirklich krass, dass sie einfach dann gesungen hat. Ich habe mit Talenten gar nichts zu tun. Ja, eben. Dachte ich mir schon. Ich habe nur was mit Autos zu tun. Ja. Und dein Auto ist so ziemlich durch, ne? Boah, nein, nicht euer Ernst jetzt. Ja, was denn? Mein Auto jetzt auch noch. Ja, dein Auto? Hey, jetzt so nicht. Nicht nur du bist durch, ja. Ernsthaft? Ja. Azubi Alexandra kann ihr Glück nicht fassen. Sie braucht den Wagen, um frühmorgens zur Arbeit zu kommen, aber hat kein Geld, ihn reparieren zu lassen. Boah, verrückt, ey. Ja, gar nicht mitgerechnet. Also echt wirklich überhaupt nicht. Ich bin hier, um dein Auto zu retten. Weil es ist ja eigentlich in nicht so gutem Zustand. Du fährst auch wie so ein kleiner Rennfahrer, habe ich gehört. Ja, manchmal schon. Obwohl es gar nicht der kleine Ibiza hergibt, ne? Nee.
Trotzdem bin ich die Schnellste. Du bist die Schnellste? Ja, okay, das werden wir mal testen. Am besten, du kommst mal mit hoch und zeigst mir das Auto. Ja, sehr gerne. Ja? Sehr Damit gerne. Ich mal einen Eindruck habe und hier irgendwie sagen, wie viele Wochen er wegbleibt. Sehr gerne. Ja? Zeige ich dir gerne, ja. Ja, also wenn Sydney jetzt auf jeden Fall was für mich an meinem Auto machen könnte, da wäre ich wirklich unmenschlich dankbar für. Und da wird mir auf jeden Fall eine Riesenlast von der Schulter fallen. Ja, da sind wir auch schon angekommen. Das ist ein gutes Stück. Ich hoffe, du fängst jetzt nicht an zu weinen. Und das ist Alexandra Seat Ibiza Baujahr 2007 mit 126.000 Kilometern und tiefer Delle auf der Beifahrerseite. Was ihr macht? Ich bin vorwärts eingepackt, ne? Und beim rückwärts rausfahren ist meine Tür hier so leider hängen geblieben. Ja, und dann habe ich den Pfosten so ein bisschen mitgenommen. Wie eng muss die Parklücke sein? Oder wie eng muss der Pöller am Auto stehen, dass wenn sie rückwärts fährt, sie mit der Zierleiste hängen bleibt? Was hat er sonst noch für Leiden? Also die Bremsen müssten noch gemacht werden. Die quietschen auch extrem. Also die quietschen, wenn du fährst oder wenn du bremst? Also die Bremsbeläge habe ich machen lassen, als ich das neue Auto neu gekauft habe. Wann war das? Das ist mein Erstwagen vor 4 Jahren. Oh. Sag mir, wie viele Kilometer du gefahren bist. 60.000 locker. Mit den wahrscheinlich nicht neuen Bremsbelägen. Dann bremst du jetzt Stahl auf Stahl. Eventuell. Das macht auch Geräusche, ja, Stahl auf Stahl. Macht komische Geräusche und singt den Song des Todes. Was hat's denn noch? Bremse, okay, habe ich. Ja, nächstes Problem, kann ich hier demonstrieren? Ja, demonstriere sie. Wie du siehst, tut sich da nichts. Kein Witz, um einsteigen zu können, muss Alex jedes Mal über den Sitz krabbeln, um die Tür von innen zu öffnen. Umständlich. Das Schloss ist komplett durch. Was hast du denn hier? Das ist bald TÜV-fällig, ne? Ja, und das wird halt nichts. Warum nicht? Ja, weil ich mir das nicht, weil ich das nicht finanzieren kann, den TÜV. Ohne TÜV kannst du nicht fahren? Ja, ich weiß. Okay. Vielleicht kann man da ja was machen. Ich weiß es noch nicht. Lass mal den Motor anschauen. Höchste Eisenbahn, dass Rettungssanitäter Sydney eingreift. Wow, der gute Dreizylinder. Also du weißt, wie viel Hubraum dieses Auto jetzt hat, ne? Also stell dir eine Milchtüte vor. So viel Hubraum hat dein Auto. Ja, yes. Also ist doch schon mal was. Und du kannst dir jetzt vorstellen, warum du keine PS hast, ne? Ja, aber ey, besser eine Milchtüte als ein Trinkpäckchen, ne? Ja. Problematisch bei dem Ibiza ist halt eben die Delle, weil der Karosseriebauer braucht bestimmt seine Zeit. Und der Lackierer natürlich auch. Das heißt, da fehlt uns ein Tag. Der fehlt uns dann wiederum bei uns beim Umbau. Und bei der Instandsetzung bzw. bei der Reparatur. Hoffentlich läuft alles so, wie Sydney es geplant hat. Ich hoffe, dass wenn der Wagen zurückkommt, dass er halt funktional ist. Vor allem, weil das mir wirklich das Wichtigste ist. In 3 Tagen soll Alex' Kiste wieder fahrtüchtig sein. Wir haben hier einen trostlosen Seat Ibiza. Da brauchen wir Räder für, ne? Ich meine, sie ist 24. Hallo, mehr Begeisterung, Ideen. Hey, ja. 24! Warum bringst du nicht mal eine mit? Was? 24. 24-Jährige. Und gleich, Sydney fordert Praktikant Benny zum Duell. Du bist so ein Spätbremser, ne? Ich bin Spätbremser. Wir machen Contest. Sydney will mit seiner Crew den Seat von Alexandra wieder flott kriegen. Diese Delle muss raus. Außerdem muss der Ibiza getunt und dringend TÜV fertig gemacht werden. Fahren bis er nicht mehr fährt, ne? So sieht der auch aus. Ich möchte der Alex den Wagen so schnell wie möglich zurückgeben, weil sie muss oft um 4 Uhr zur Arbeit. Und damit ein Bus fahren ist nicht ganz so cool, glaube ich. Also so als junges Mädel. Und ich meine, ganz ehrlich, fährt so früh überhaupt ein Bus? Wir machen Gewindefahrwerk, wir machen Felgen, wir machen Auspuffanlage, dann machen wir eine Inspektion und vor allen Dingen auch eine Ölinspektion, ein Ölwechsel. Bremsen machen wir auch. Und was noch? Türschloss! Ja! Um den Zeitplan einzuhalten, bringt Sydney den Seat noch in der Nacht nach Neuss zu Lackierer und Karosseriebauer René. Sydney. Ja. René,
Geht's dir? Gut. Wie immer just in time. Wie immer. Ja, ein bisschen später, ich weiß. Aber ich mach's auch ganz kurz. Jetzt geht's um den Hauptkandidaten. Die Delle an der Tür muss raus. Karosseriebauer René weiß, das macht er nicht mal eben mit links. Druck ist mit Sicherheit vorhanden. Aber es ist nun mal ein Handwerk und das Handwerk braucht ein bisschen mehr Zeit. Und, was meinst du? Ist machbar, aber Zeitproblem mal wieder. Ja, pass auf, ich hab einen Deal mitgebracht. Du kannst ihn was länger behalten. Dafür wäre dann die Kehrseite. Du wolltest doch immer schon wieder nach Dortmund, ne? Dortmund ist eine tolle Stadt, oder? Was soll ich in Dortmund? Mich besuchen. Ich soll das Auto bringen. Auch das noch. Dadurch wird der Zeitplan natürlich wieder enger. Ja. Er ist nicht begeistert. Was soll's? Was tut man nicht alles für einen Kumpel? Die Zeit drängt, denn nach der Reparatur muss der Seat noch zum Folierer. Also Vollgas. René und seine Crew machen sich noch in der Nacht an die Arbeit, Alexandras kleinen Spanier wieder glatt zu bügeln. Am Morgen bestellt Tobi die ersten Ersatzteile. Dirk Friedrich persönlich, Wahnsinn. Ich hätte gerne eine Abgasanlage, entweder Endschalldämpfer oder Komplettanlage, für einen Seat Ibiza von 2008. Der Haken ist, ich brauche das bis morgen. Ja, per Express wäre cool. Ich danke dir. Bis dann, ciao. Während weitere Teile bei Sydney Industries für den Ibiza eintreffen, hat Sydney es sich anders überlegt und Benny losgeschickt, ihn neues Alexandras Auto abzuholen. Hoffentlich hat René die Delle herausbekommen, aber sieht ganz so aus. Neu. Ja, hat er die Leiste auch mitgegeben? Sehr. Mensch, auf René ist Verlass, wa? So, man muss sich überlegen, man muss das immer in Relation setzen, wie viel Zeit er hatte. Er hatte so gesehen gar keine Zeit. Und für die Zeit perfekt. Endlich kann Pedro mit den Bremsen loslegen. Der Seat erhält eine komplette Bremsanlage und ein neues Gewindefahrwerk. Damit will die Crew den Spanier tiefer legen. Alte Feder, neue Feder. Man sieht hier, die ist generell ein bisschen kürzer. Das macht halt auch die Tiefe des Fahrzeugs nachher aus. Dann. Praktikant Benny, das wandelnde Tuning-Lexikon. Pedro will ihm auf den Zahn fühlen, ob er sich auch mit Bremsen auskennt. Bremse ist auffällig. Und was glaubst du, was hat die gelaufen? Ich würde mal so tippen 40.000 bis 50. Ja, ein bisschen mehr, die hat 60.000 gelaufen. 60.000. Ohne irgendwas zu machen. Jetzt ist er neu, kann man wieder ordentlich reinlatschen. Genau. Je größer die Außenkante der Bremsscheibe zu spüren ist, desto abgefahrener ist die Bremse. Bremse ist gemacht, sehr gut. Benni, du bist ja auch so ein Vollbremser, ne? Jo. Du bist immer schön auf der Bremse beim Fahren, ne? Die ganze Zeit, auch wenn ich Gas gebe, bin ich gleichzeitig immer auf der Bremse. Ne? Du bist so ein Spätbremser, ne? Oder bist du ein Frühbremser? Ich bin Spätbremser. Du bist ein Spätbremser? Ja. Wir machen Contest. Contest? Ja. Wir ziehen eine Linie. Hm. Wenig Leistung, Auto mit wenig Leistung. Hm. Mit einer normalen Stahlbremse. Ja. Und wer am engsten an der Linie bremst. Heißt Vollbremsung und dann so eng wie möglich vor der Ziellinie zum Halten kommen. Ja, voll. Ja, was soll ich sagen? Ich mache natürlich platt. Ist doch wohl klar, oder? Wann kriegt man schon einmal die Gelegenheit, gegen den Chef antreten zu können? Benny lässt sich das nicht zweimal sagen. Upsa! Wollen wir mal kurz. Ach, locker 60 cm, aber eigentlich brauchen wir das gar nicht messen. Benny ist übers Ziel hinausgeschossen. Der Spätbremser hat anscheinend zu spät gebremst. Scheiße. Ja, warten wir erst mal, wie er jetzt fährt, ne? Ringfrei für Sydney. Genau 2 Meter. Auch keine Glanzleistung. Sydney hat zu früh gebremst. Wenn er rüberballert, einen Meter, dann wollte ich dir jetzt einfach nur mal demonstrativ zeigen, hey, 2 Meter davor
Und ich habe trotzdem gewonnen. Ist fies. Aber letztendlich, er muss ja was lernen. Aufmerksamkeit. Zurück zum Seat. Der braucht neues Öl. Und weil Benny im Duell Spätbremser gegen Spaßbremse verloren hat, muss er jetzt dran. In der Regel braucht ein altes Fahrzeug mit einer hohen Laufleistung etwas mehr Öl, da die Zylinderlaufwände schon ein bisschen verschlissen sind. Da drückt sich das Öl dann vorbei und wird mit verbrannt. Deswegen verbraucht ein altes Auto in der Regel ein bisschen mehr Öl als ein neues. Wenn so lange kein Ölwechsel gemacht wurde, dann denkt man so, entweder liebt die Person das Auto nicht oder er hat einfach keine Ahnung. Frauenauto eben. Auch neue Schlappen können nicht schaden. Bisher liegt die Crew gut in der Zeit. Als nächstes will sie den Auspuff verbauen. Doch der muss erst einmal bearbeitet werden. Der wird nicht laut. Der wird sich okay anhören. Ein Sportauspuff ist nicht gleich ein Sportauspuff, weil es gibt verschiedene Variationen und Vielfalt. Und bei Friedrich kannst du halt wirklich sagen, ich möchte das Endrohr haben, ich möchte das Endrohr haben. Das heißt, der Diffuser, der jetzt serienmäßig dran ist, der ist ja gar nicht dafür konzipiert, dass man halt ein anderes Endstück halt verbaut. Und somit muss es halt anpassen. Ganz üblich. Was nicht passt, wird passend gemacht. Schöner Spruch, aber funktioniert das auch so? Also jetzt haben wir natürlich hier einen Endschalldämpfer mit einem Endrohr. Hier sehen wir das Endrohr nicht. Hier haben wir ein 80er Rundrohr. Heißt, das kommt hier raus. Wir müssen hier dann cutten. Eigentlich mache ich das nicht gerne, weil dann sieht es eindimensional aus, weil dann ist es nicht gefalzt. Aber da wir jetzt versuchen, relativ flach zu schneiden, sieht es noch okay aus. Alter, wie geil ist das denn? Gib mal her. Das ist unglaublich. Das ist ein Auto, so dünn, Abgasstrang hat. Ja, okay. Wir mussten am Stoßfänger ein bisschen Platz schaffen, damit das riesige Endrohr auch reinpasst. Sieht gut aus. Wenn das Auto auf dem Boden ist, sieht man es fast noch nicht mal. Und was ist mit dem Türschloss? Pedro musste es nur säubern und hat Tobi damit Arbeit erspart. Schließzylinder brauchte ich keinen neuen bestellen, den konnte der Pedro reparieren. Hat er halt drauf. Jetzt noch zu Folierer Daniel. Danach ist Alexandras Seat versandfertig. Hey. Ja. Hier ein super Seat Ibiza. Farbe weiß ja Bescheid, ne? Ja. Hast du ja bestellt? Ja, habe ich bestellt. Kannst wählen. Und zwar? Ich kann wählen? Warte mal. Tor 1 oder Tor 2? Hä, hey, Tor 1. Hey. Tor 1? Tor 1. Und? Ja, geil. Perfekt, oder? Die nehmen wir. Cool. Cool. Muss ich sonst noch was wissen? Ja. Wir machen hier so einen schwarzen Streifen. Und da schreiben wir dann hinten Alex rein. Wunderbar. Gut. Dickerle, viel Spaß. Dann Hause rein, bis später. Das Fahrzeug an sich ist relativ einfach zu machen. Und die Folie lässt sich super geil verarbeiten. Von der Sache her keine großen Probleme. Dennoch, knapp 12 Stunden dauert das Umstyling. Erst am nächsten Morgen ist Daniel mit der rund 2500 Euro teuren Folierung fertig. Ich bin gespannt, wie Daniel die Nacht verbracht hat. Ob er fleißig war, ob er wirklich die richtige Farbe genommen hat. Man weiß ja nie, was so in der nächtlichen geistigen Umnachtung so passiert bei ihm. Moin! Na? Na? Hast du gut geschlafen? Sehr witzig. Ja. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Die Farbe ist absolut der Rennemoment, absolut im Trend und lässt sich einfach pflegen. Und ich glaube, die Alex, die wird einfach riesen Spaß mit der Farbe haben. Auch Sydneys Crew ist gespannt, wie der Seat Ibiza im neuen Outfit aussieht. Schöner Auto. Ganz schön bräunlich. Elegant, braun. Ich hatte keine Ahnung, was er für eine Farbe kriegen sollte. Die gefällt mir sehr gut. Ich mag so Brauntöne nicht so wirklich. Aber es passt zum Auto, es passt zum Gesamtkonzept. Ist stimmig,
schlicht. Ich glaube, dass die Alexandra sich wirklich freuen wird. Dieses Mal wollen die Jungs den Wagen gemeinsam abliefern. Bis auf Pedro. Er bleibt in der Garage, um am nächsten Auto zu schrauben. In Essen will Sydney Alexandra beim Barbecue überraschen. Komm, komm rein. Aber ganz am Rande, wir sind nämlich jetzt hier quasi in einer Stichstraße, wo wir von hinten durch eine Garage in den Garten reinkommen. Und dann wird dann Alex hoffentlich da sitzen und doof gucken. Abenteuer noch? Abenteuer grillen. Wahnsinn. Plus Autoauslieferung. Wahnsinn. Und Essen. Ja, Essen Schnitzel ist gut. Essen oder ist so. Gut. Essen oder Kotelett. Gut. Essen in Essen. Vielleicht sind die Jungs nur deshalb mitgekommen. Alexandra ahnt erneut nichts. Alles klar? Ja, bei dir? Hi. Alles gut? Hi. Hi. Das weiß nichts von, aber wir wurden zum Grillen eingeladen und haben gedacht, okay, cool, grillen ist immer gut. Ne? Wir haben den ganzen T6 voll mit Getränke, Fleisch, Salate. Wir brauchen jetzt tatkräftige Hilfe, weil wir wollen jetzt nicht hier mit einem Sack und Pack reinkommen, das wäre ein bisschen unhöflich. Deswegen müsstest du uns helfen. Ja, nee, auf jeden Fall, mach ich. Von wegen Hilfe. Sydney flunkert Alex schon wieder etwas vor und sie fällt erneut darauf rein. Das ist nicht mein Auto. Das ist nicht mein Auto. Da steht auf jeden Fall dein Name drauf, ne? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wie hast du denn das erkannt, verdammte Scheiße? An meinem Kennzeichen. Ja, an der Seite steht auch Alex dran, ne? Scheiße, ist das geil. Farbe ist okay? Voll. Das ist der Seat von Alex im neuen Look. Mit neuen Felgen, neuen Bremsen, funktionierendem Türschloss ohne Delle und Sportauspuff. Boah. Ihr verarscht mich, das ist nicht cool, wa? Und sogar mit ABE und so was alles, weißt du? Alles eingetragen, TÜV und so was alles. Kein Problem. Oh mein Gott. Ich komme darauf jetzt gerade echt nicht klar. Ja, würde ich auch nicht. Ja, jetzt musst du fahren, wa? Boah, jetzt komm ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich echt geflasht. Ich glaube, sie kann es auch nicht ganz fassen. So. Was war nicht, Alter? Oh. Cool. Mach mal ein bisschen. Der hört sich auf jeden Fall böse an, ne? Oh. Mächtiger Sound. Wow, mein Gott! Und jetzt, Jungs, ran an die Buletten. Mal eine Frage. Hm. Wir sind ja jetzt in Essen. Hm. Und wir lassen das Auto ja hier. Wie kommst du denn eigentlich sonst immer so wieder zurück nach Dortmund? Was machst du gleich? Nix mehr, ich hätte noch Zeit. Passt. Gut. Ja, gut. Danke. Ibiza mit so 4 Paketen. Wo ist er hin? Hier geht's zum nächsten Video. Und Leute, vergesst das Abonnieren nicht. Hier unten. Da.